Hallo, liebe Freunde des gepflegten Angelfilms. Ja, ich bin wieder euer Charlie mit einem neuen Film, wie gesagt. Ja, ich befinde mich hier im Hafen von Lippe und wir wollen ein bisschen auf Butt angeln, rausfahren. Ja, sieht ein bisschen mau aus, was aber nichts heißen will. Wir haben eine Flaute. Ja, ob wir ein bisschen Drift kriegen, das wäre schön. Wir müssen noch ein bisschen mehr arbeiten. Ja, dann wünsche ich euch viel Vergnügen mit diesem Film. Und wir sehen uns nachher auf See. Fahren können wir nicht, brauchen wir auch nicht. Und du weißt auch nicht, ob hier irgendwo Boote liegen vor Anker oder sowas. Wie so ein Ramm. Ja, der kleine Klabauter, den haben wir hier eingepackt. Da friert er nicht so. Dann wollen wir jetzt mal anfangen. Ja, jetzt sind wir hier am Angeln. Aber wir sehen nichts. Ja, bis jetzt noch nichts, aber der Tag ist noch lang. Unsere Schneider sind wir noch nie weggegangen, oder Axel? Ist nochmal so. Ja. Das ist unser Köder, der Tauwurm. Der ist halt der fängigste Köder hier in der Ostsee, auch wenn es keiner glauben will. Den will ich nicht mitnehmen, der ist zu klein. Den nehmen wir mit, der ist gut. Das ist ein Golden Foot. Ja. Da! Das ist aber kein großer. Oh doch. Ach, Quatsch. Nee, das ist, du hast recht, ja. So. Dazu sage ich schon mal gar nichts. Da sage ich mal gar nichts zu. Tschüssikowski. Da haut er ab. Das ist ein kräftiger. So, guck mal. Oh, der ist aber schön. Guck mal. Oh, ey, der hat aber 35, du. Den wollen wir mitnehmen. Den nehmen wir mit. Oder das ist ein guter Pannenbutt, du. Zeig dir mal richtig. So, ja. Ja, es fühlt sich so langsam. Ja, bis jetzt. Fast alle Butt auf Tauwurm gefangen. Ne? Ich habe eine Angel, da habe ich immer den oberen Haken noch mit dem Wattwurm dran. Aber die wollen sie nicht. Die fressen hier den Tauwurm. Die gehen hier nur auf Tauwurm. Ja, die Drift ist recht spaßig, wie ihr seht. So halbmondförmig immer. Aber egal, bringt ja Fisch. So, jetzt haben wir so langsam Mittag. Der Nebel, der hat sich verzogen. Ja, man kann jetzt auch schon die Küstenlinie sehen hier hinten da. Und das ist eine feine Sache. Ja, Butt haben wir wie Sau gefangen, nur ich kann kaum Drill zeigen. Denn wenn wir an so eine Stelle kommen, wo Butt ist,
Dann haben wir immer die Angeln voller Butt. Da komme ich nicht dazu, irgendeinen Drill zu filmen. Weder mein eigenen noch hier von meinem Coop. Ist so. Ich zeige euch mal, was ich habe. Freunde, das war's. Wir haben sehr gut gefangen, aber es wird jetzt so leicht windig um diesen kleinen Boot. Das ist dann nicht mehr so ganz so spaßig. Aber wir haben wirklich, ja, muss ich mal sagen, 20 gute Butt. Und das mit dem Tauwurm. Und das hier in der Ostsee am Seelendorfer Strand. Ja, hallo, liebe Freunde. Ich bin's wieder, euer Charlie. Hier auf dem Seeteufel von ostseefischen.de. Ja, wir wollen es heute mal wieder probieren auf Butt, fahren in Seelendorfer Bucht, mal ein bisschen gucken, ob wir was kriegen, aber bis jetzt sind wir noch nie schneiden gegangen. Unser Köder ist wieder der Tauwurm und wir haben ein paar Wattwürmer dabei, ich will mal einen Haken oben köder damit man auch schön mal den Unterschied sieht, wo mehr gebissen wird, ja. Da ist unser Vermieter da oben, der Carsten. Moin. Ja, der wünscht uns auch Petri Heil und ich hoffe ihr auch. Und dann wollen wir mal lostuckern, ne? Also, viel Spaß mit dem Film. So. Aufpassen, da kommt richtige Welle heute. Hör auf! Table on the table! Da brüttelt die Dorsche! Zu kommen. Da müssen wir in das Loch reinfahren, hier in der Seelendorfer Bucht. Da ist so ein Loch. Und da müssen wir an die Kante ran. Das wird jetzt immer tiefer, wo wir Richtung Land fahren. So, hier werden wir es jetzt versuchen. Wenn uns die Angeln jetzt fertig machen und dann mal sehen, was kommt. Ja, wer auf dem Boot angeln geht mit Tauwürmern, der sollte so vorher waschen, sonst sieht das Boot hinterher aus wie Sau. Weil diesen Torf, den können die nicht vertragen, das Boot hier. Das arbeitet sich dann in das Boot ein, hier in den Boden. Das ist dann nicht gut.
Und wieder auf Tauwurm, ne? Sind auf 10 Meter Wassertiefe und wie gesagt, hier haben wir die Driftgeschwindigkeit. Ja, hier haben wir die Wassertemperatur und hier oben haben wir die Gesamtwassertiefe. Naja. Nun aber. Ja, er hängt. Ja, aber nicht. Axel hat einen Hänger. Jetzt kommt er. Das war richtig schwer, Charlie. Oh, hoffentlich was Größeres diesmal. Jetzt geht das leicht nicht, das ist ein Dörsch oder was? Nee. Die flattern manchmal, die lassen sich mal ziehen. Da kommt der doch. Die Ohren kann man mitnehmen, ne? Ja. Sag ich mal. Ja, schön fett. Ist was dran. Oh. Ja, sowas kann man auch mal an der Angel haben. Ein Seestern. Und? Tschüssikowski. Ja Leute, dann wollte ich euch mal eben unser Schleppvorfach zeigen, unser Driftvorfach. Die bauen wir uns selber, weil man kann es so nicht kaufen. Es gibt zwar so Montagen mit Buttlöffeln, aber da sind zu viele Sollbruchstellen dran. Wir nehmen einmal eine 070er Sehne, ja, und oben natürlich geschlauft, damit man sie einhängen kann. Dann kommt hier so ein kleiner Seitenarm. Und hier ein Vorfach aus nur Amnesia-Schnur mit 2-0er Butthaken. Die Butthaken immer schön verschränken, dann haken sich die Butt von selber. Ja, kommt hier dran. Da vertüttelt sich auch nichts. Das ist das Schöne bei nur Amnesia. So, dann ungefähr 20 cm, 25 cm drunter. Ein Blei, 30, 35 Gramm, schwerer nicht. Mit 2 Kugeln direkt auf der Sehne gebunden. Ja, kann Oliven sein, kann aber ein Rundblei nehmen, ist egal. Ja, oder was ihr da habt. Aber nur kein eckiges, weil das hängt sich gerne am Grund fest. Ja, dann kommt 1 Meter lang Vorfach. Ist immer noch die gleiche Schnur. Ja, 070er Sehne und dann direkt unten dran gebunden. Nochmal ein Haken hier. Und da haben wir. Also nochmal hier so ein Butthaken, 2-0er Butthaken. So, und da fängt die Seibel. Geht nicht kaputt. Ja, weil die Haken, die kommen dann leicht raus. Die haben wir hier mit einem Zeltherring, da ist vorne so ein bisschen Benzinschlauch dran. Ja, Boot ins Maul, einmal drehen so und dann hast du die Lose. Das ist eine tolle Sache. Ja, müsst ihr euch nur selber bauen. Zu kaufen gibt es die nicht. Können die leider nichts dran verdienen, die Leute. Geht nicht kaputt. Auch was. Oh, das ist schön. Guck mal, Klischi. Limander. Der Limander. Wo haben wir denn jetzt die Haken? Sag mal, hast du den Hakenlöser? Nein, ne? Der Hakenlöser verschützt sich dann. Das darf doch wohl nicht wahr sein. So, hast du abgestochen. Ah, hier. Den Hering. So, rein damit in die Schnute. Und dann wird gedreht. Zack, zack, die Waldfee. Die Bird. Na? Nicht ganz richtig, finde ich.
Ja, das ist wichtig. Zeige ich euch aber nicht. Flecke schön auf der Dichse. Na gut. Ja, jetzt hat es ein bisschen aufgedünnt. Yes, yes, yes. Ja, es wird so langsam Abend. Oder spät Nachmittag, wie man schön sagt. Ja, 20 Stück werden es wohl sein. Wollen wir das jetzt beschließen hier? Wir haben gut gefangen. Und ich hoffe, euch gefällt dieser Film. Ja, und wenn ihr auch mal hier auf der Ostsee angeln wollt, dann fahrt mal in den Hafen von Lippe. Da steht so ein kleines Schild, da steht www.ostseefischen.de drauf. Und dann geht ihr dann hin und dann könnt ihr da so ein Boot mieten. Hier beim Gast.